vom Formel 1 Grand Prix von Österreich in Spielberg. Und egal, ob Sie im Auto sitzen oder am Frühstückstisch, ich liefere Ihnen den Insider-Blick. Wir wechseln jetzt in das nächste High-Tech-Home, in das Motorhome von Williams im Fahrerlager in Spielberg. Und hier stellt uns Williams-Berater Alexander Wurz seinen neuen Schützling vor. Einen großgewachsenen, blonden, jungen Mann mit klingenden Namen. Schönen guten Morgen, hier ist Ferdinand Habsburg in Spielberg und ich hoffe, euch gefällt das Rennen. Einen schönen guten Morgen, einen Rennsonntag hier vom Spielberg, vom Red Bull Ring, Alexander Wurz. Mit österreichischem Nachwuchs in der Formel 1 sieht es ja gar nicht so gut aus, aber Kaiser-Urenkel Ferdinand Habsburg, Sohn von Karl und Francesca Habsburg, der will der nächste österreichische Formel 1-Fahrer werden. Hat er das Zeug dazu? Das weiß Alex Wurz nach Julian Löblet auf Ö3. Formel 1 ist zu Hause. The 2014 Formula One Austrian Grand Prix. Der große Preis von Österreich im Hitradio Ö3. 100.000 Besucher verfolgen heute den Grand Prix in Spielberg. Mit uns sind sie mittendrin in einem Frühstück bei mir Spezial mit Claudia Stöckel. Jetzt auf Ö3. Alex Wurz, ORF-Co-Kommentator und Berater bei Williams, rührt gerade in seinem Café. Und neben dir ein junger, blonder Mann, der gestern 17 Jahre alt geworden ist, Ferdinand Habsburg. Ferdinand, was bedeutet dir die Formel 1? Die Formel 1 bedeutet mir hauptsächlich mein Ziel. Ich fahre Formel Renault 1,6 und das ist wie eine Nachwuchs-Formel-Serie. Und deswegen schaue ich sehr gerne dazu, weil ich da viel mitbekomme. Also langsam Schritt für Schritt alles kennenlerne, damit ich dann weiß, worauf ich mich einlasse, wenn ich mal daherkomme. Alex, wie bist du auf Ferdinand Habsburg gekommen? Du bist sein Mentor, sein Coach. Wie habt ihr einander kennengelernt? Ich habe den Ferdinand in Valencia kennengelernt, als er dort war zu Gast in der Formel 1. Und dann haben wir uns gut verstanden und gefachsimpelt und haben dieselben Denkensrichtungen, also Vollgas durchs Leben, nicht schleudern, sondern genau auf der Linie fahren. Und ich habe dann Gefallen gefunden an seiner Einstellung, weil er alles gibt. Theoretisch, wenn man ihm sagt, er muss 100 Liegestütze am Vormittag machen, dass er Formel 1 Weltmeister wird, wieder 120 Liegestütze machen. Ich unterstütze ihn jetzt, weil wenn ein junger Mensch was erreichen will und so viel Energie dahinter setzt wie der Ferdinand, dann taugt man das, dann muss man das auch unterstützen. Du ballst die Faust, wenn du das sagst. Also da scheint wirklich viel Energie da zu sein. Wie viel Liegestütze machst du am Vormittag, Ferdinand? 200. Aber ich bin natürlich auch ein sehr kritischer Mentor. Nur wenn man schnellster ist, kann man zufrieden sein. Und selbst dann könnte man Dinge noch verbessern. Aber da ist der Ferdinand eben ganz offen, um sich zu verbessern. Und wie gesagt, das macht mir einen Spaß. Weil es nützt ja mir nichts, wenn ich mit meinem Wissen irgendwann einmal in die Kisten steige und niemanden weitergebe. Ist der Name Habsburg Fluch oder Segen hier im Rennbusiness? Ich würde mal jetzt sagen, dass es keines davon ist. Ich versuche mich so benehmen und bin so wie jeder andere Rennfahrer. Und versuche mich genauso weit zu kommen, wie es nur möglich ist. Und wer finanziert dein doch sehr teures Hobby? Nee, momentan ist leider noch mein Hauptsponsor meine Mutter und mein Vater. Aber ich arbeite hart daran, dass ich jetzt endlich das selbst mal finanzieren kann. Weil ich möchte, dass der schon selbst durchziehen können und individuell sein. Und nicht auf meine Mutter vertrauen und, zu müssen, dass sie die Rechnungen bezahlt. Und das ist mir ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Und wie möchtest du das anstellen? Sponsoren finden? Genau, Sponsoren ist zu finden, ist eine große Arbeit. Haben wir sehr viel Zeit investiert dieses Jahr. Aber das wird schon funktionieren. Was sagen denn deine Eltern dazu? Ich weiß, deine Mutter und dein Vater haben dich immer zu den Kartrennen begleitet. Das haben sie mir erzählt. Sind sie jetzt auch noch so begeistert, wenn du noch schneller wirst? Ja, wir sind jetzt schon zwei Rennen gefahren und das erste Rennen habe ich die Hälfte der Familie mitgenommen. Das war super nett von ihnen, aber ich bin Zweiter geworden und da waren sie so aufgeregt und ein bisschen peinlich. Aber meine Mutter versteht das alles sehr. Ich finde, sie ist eine sehr gescheite Frau und deswegen finde ich auch, dass sie das so versteht, wie der Motorsport halbwegs läuft und merkt auch, dass ich nicht nur auf der Rennstrecke besser werde, aber auch auf der Straße. Und jetzt auch habe ich meinen Führerschein endlich. Ich habe jetzt am Montag die Prüfung, also morgen. Und ich lerne schon seit zwei Tagen. Es ist so, ich bin gerade mit den Schulexamens fertig und jetzt wieder am Lernen. Aber es macht Spaß. Also das ist viel besser, als wie Mathe zu lernen oder so etwas. Er lernt seit zwei Tagen für den Führerschein. Ist das lang genug? Was sagt Coach Alex Wurz? Naja, wird das schon schaffen. Ist ein intelligenter junger Bub. Was war ein Rat, den dir dein Vater Karl Habsburg mitgegeben hat fürs Rennfahren? Keine Schule, kein Rennfahren. Also das heißt, du musst die Schule noch fertig machen? Natürlich. Das ist ja ganz, ganz wichtig fürs Leben.
im noch ein Jahr. Coach Alex Wurz, sitzt hier der österreichische Formel 1 Nachwuchs? Ich denke, er hat große Chancen. Der Rest liegt dann am rechten Fuß und an der Intelligenz. Und ich glaube, bei beiden scheitert es nicht. Würdest du dir das wünschen? Natürlich. Ich nichts anderes wünsche ich mir momentan. Und gestern habe ich Ferdinand Habsburg mit Ingrid Flick im Fahrerlager gesehen. Vielleicht hat er ja mit ihr schon einen Sponsor gefunden. Schönen guten Morgen am Sonntag. Kaiser-Urenkel Ferdinand Habsburg, Sohn von Karl und Francesca Habsburg, der gestern in Spielberg seinen 17. Geburtstag gefeiert hat. Ferdinand, wie groß ist der Fuhrpark bei dir zu Hause? Na, ich hab jetzt für den Führerschein, habe ich jetzt bald mein eigenes Auto hoffentlich. Also meine ältere Schwester, mein Papa und meine Mama. Und was willst du bekommen als erstes eigenes Auto? Mercedes A-Klasse. Als Geschenk? Ja. Großes Geschenk von zu Hause? Ja, Hauptgeburtstagsgeschenk, sage ich jetzt einmal.